Ja, meine Damen und Herren, in der heutigen Vorlesung möchte ich Ihnen zeigen, wie man Magnetfelder in MATLAB mit der Poisson-Gleichung berechnet oder beziehungsweise simuliert. Wir wollen am Ende also so ein Bild haben. Das heißt, Sie sehen hier zwei elektrische Ströme. Der eine Strom hier an der Stelle zeigt in die eine Richtung, der andere Strom zeigt in die andere Richtung oder weist in die andere Richtung. Und dann werden wir hier so ein kreisförmiges Magnetfeld dazwischen haben, wobei sich das eine hier in diese Richtung um diesen Strom dreht und das andere in die andere Richtung. Die Vektoren sind ein bisschen klein, aber schauen Sie da genau hin. Ziel ist es, die Frage zu beantworten, wie kann man nun eigentlich Magnetfelder berechnen? Ja, ganz allgemein, wie berechnet man magnetische Felder? Ich hatte Ihnen in den letzten Vorlesungen ja erklärt, dass die Definition des Magnetfeldes nichts anderes ist als was die Wirkung auf auf eine andere Ladung ausübt. Und das kann man durch das Biot-Savart'sche Gesetz beschreiben. Das heißt, rein theoretisch ist das Magnetfeld durch das Biot-Savart'sche Gesetz definiert. Ja, und jetzt könnte man natürlich in einer ersten Möglichkeit Magnetfelder dadurch bestimmen, indem ich dieses Integral numerisch löse. Ich habe also irgendwo Orte, wo etwas fließt, wo ein Strom fließt, eine Stromdichte vorhanden ist, und da muss ich im Prinzip über diese Stromdichte oder das gesamte Gebiet in einzelne Teilvolumina zerlegen und dann über diese Stromdichten aufsummieren, und dann kann ich an irgendeiner anderen Stelle dieses Magnetfeld bestimmen. Das wäre die direkteste Möglichkeit, Magnetfelder zu bestimmen, und dazu werde ich auch noch eine eigenständige Vorlesung machen. Die andere Möglichkeit ist, wir können irgendeine Differentialgleichung lösen. Und wir hatten ja für das Magnetfeld das Durchflutungsgesetz hergeleitet, das besagt, dass die Rotation des Magnetfeldes gleich der Stromdichte ist, an jedem Punkt. Und wenn wir das über einen geschlossenen Kreis integrieren oder über einen geschlossenen Weg integrieren, dann ist das nichts anderes als der dadurch fließende Strom. Und da hatte ich Ihnen schon gezeigt, mit diesem Integralsatz, mit diesem Integralformulierung des Durchflutungsgesetzes können wir zum Beispiel das Magnetfeld im Inneren einer Spule bestimmen, in erster Näherung bestimmen, muss man dazu sagen. Aber diese Integralform ist eigentlich ja nicht sonderlich nützlich, weil sie immer nur das Magnetfeld in Richtung des Weges liefert, weil hier steht nämlich ein Skalarprodukt. Dazu hatte ich ja schon eine Vorlesung gemacht. Ich möchte nun eine etwas allgemeinere Möglichkeit bestimmen, auch alle anderen Komponenten des Magnetfeldes zu bestimmen, und das ist im Prinzip eine Poisson-Gleichung. Schauen wir uns nochmal an, was wir haben. Wir haben einerseits das Durchflutungsgesetz, das besagt, dass die Rotation des Magnetfeldes gleich die Stromdichte ist, mal Vorfaktor, das lasse ich immer sprachlich weg. Und wir hatten das Magnetfeld als Rotation des Vektorpotentials definiert. Ja, nun können wir das beides ineinander einsetzen. Das heißt, wir können das Vektorpotential und das Rotation A hier in das B einsetzen, und dann bekommen wir das heraus. Da steht jetzt also ein doppeltes Vektorprodukt. Und das kann man mit der Backup-Regel BACCAB auflösen. Das heißt, das ist BAC. So, das heißt, erst das formuliert und das davor gesetzt, das ist dieser Term, minus CABC. Nach hinten AB ist eine doppelte, doppeltes, doppelter Gradient, und das wird der Laplace-Operator. Das ist dann das. Das ist also die Backup-Regel. Und das soll dann nichts anderes sein, weil wir das ja hier eingesetzt haben, als wieder die Stromdichte. Ja, und ideal wäre es jetzt natürlich, wenn dieser Term wegfallen würde, denn dann hätten wir hier nichts anderes als eine Poisson-Gleichung stehen, nämlich Laplace-Operator des magnetischen Feldes in alle drei Raumrichtungen ist gleich der elektrische Strom. Und damit könnten wir im Prinzip zweidimensional oder eindimensional oder was auch immer arbeiten. Das ist dann also relativ einfach, dass man das dann in irgendeine Richtung auflösen kann. Ja, so funktioniert das im Prinzip, und das will ich einmal zeigen, wann denn diese Divergenz hier tatsächlich 0 ist. Ja, wann ist die Divergenz 0 eines Vektorpotentials? Dazu schauen wir uns nochmal die Definition des Vektorpotentials. Also das Vektorpotential war nichts anderes als das Integral der Stromdichte über den Abstand zu einem Bezugsort geteilt durch den Abstand zu einem Bezugsort. Ja, und wenn diese Divergenz 0 sein soll, dann muss natürlich irgendwie auch die Divergenz der Stromdichte 0 sein. Wir können also daraus schließen, dass wir
Divergenz a gleich 0 haben, wenn Divergenz j gleich 0 ist. Die Frage ist, das ist aber, gilt das auch allgemein so? Wenn also Divergenz j gleich 0 ist, dann ist hier Divergenz a logischerweise dementsprechend ebenfalls der Fall. Ja, da gibt es einen schicken Beweis dazu. Sie können jetzt einfach die nächste Minute überschlagen oder sich den auch anschauen. Ich möchte Ihnen mal die Divergenz a aufschreiben. Das heißt, wir haben hier die Divergenz des Vektorpotentials. Der Laplace-Operator wirkt auf die ungestrichenen Größen, geht also in hier hinter dieses J-Strich, was ja nur gestrichene Größen sind, also da, wo Ladungen sind. So, und der Laplace-Operator auf dieses angewendet ist nichts anderes als minus der Laplace-Operator auf die gestrichene R angewendet. Klar, irgendwie, hier steht das positive R, hier steht das negative R. Das heißt, wir können das auch auf dieses R' anwenden und dann steht hier die gestrichene Größe. Muss aber hier ein Minuszeichen dementsprechend davor. Ja, der nächste Schritt ist ganz einfach. Wenn wir jetzt annehmen, dass Divergenz J gleich 0 ist, dann können wir das unter diesen Laplace-Operator hier, unter den Nabler, habe ich immer Laplace gesagt, unter den Nabla-Operator ziehen und hier oben hinsetzen. Das geht natürlich nur, wenn Divergenz j gleich 0 ist, dann können wir das hier hoch und rüberziehen nach der Produktregel. Also das heißt, wir haben das jetzt da stehen und jetzt steht hier nichts anderes als das Integral über den Nabla-Operator einer gestrichenen Größe. Integral über den Nabla-Operator ist nach dem Gaußschen Integralsatz nichts anderes als Integral über den Rand des Gebietes. So, und das habe ich hier einmal hingestellt, über Integral über den Rand des Gebietes. Das steht dann hier, ja. Und unser Gebiet Omega-Strich muss immer alle Ströme und alle Ladungen umfassen. Das heißt, auf dem Rand unseres Gebietes müssen wir annehmen, und das können wir dann auch annehmen, dass dort keine Ströme vorhanden sind, wenn nur unser Gebiet hinreichend groß ist. Und das sollte es immer sein. Unser Integrationsgebiet soll so groß sein, dass es alle Ströme umfasst. Und auf dem Rand ist dann entsprechend die Stromdichte 0. Und damit haben wir im Prinzip bewiesen, dass die Divergenz des Vektorpotentials dann tatsächlich 0 ist, wenn die Divergenz der Stromdichte 0 ist. Das wäre der einfache Beweis. Ja, und damit haben wir diese Größe hier und das können wir jetzt in einer Richtung lösen, also beispielsweise in AX, AY und AZ. Ich mache das mal in Z-Richtung, das heißt entgegengesetzt zur Blattrichtung. Hier steht also, oder in der senkrechten zur Blattrichtung. Wir wollen das jetzt also für AZ lösen. Und AZ wären dann die Ströme in senkrecht zur Blattrichtung. Das heißt, hier kommt ein Strom raus auf mich zu und hier geht ein Strom rein in die Blattebene. Und dafür wollen wir das lösen. Und wenn wir dieses A gleich AZ gelöst haben, dann können wir die beiden Komponenten des elektrischen Feldes berechnen aus der Rotation. Das heißt, das AZ nach Y wäre die X-Komponente des magnetischen Feldes und A nach X abgeleitet mit Minuszeichen davor wäre die Y-Komponente des magnetischen Feldes. Die Sache ist also damit zweidimensional relativ einfach. So also der Gang der Handlung und dazu das MATLAB-Programm. Das kennen Sie im Prinzip schon. Wir machen uns zuerst erstmal, das kennen Sie aus der Poisson-Gleichung in der Elektrostatik. Da schauen Sie sich das nochmal an. Wir erzeugen uns erstmal eine Grundgeometrie, ein rechteckförmiges Gebiet. Da legen wir zwei Kreise rein. Unsere zwei Kreise sollen die Ströme sein. Ich möchte das jetzt hier alles nicht erklären. Bis hin zur, also das ist die Geometriegenerierung. Und dann erzeugen wir uns ein Gitter mit einer maximalen oder minimalen Auflösung an der Stelle und dann haben wir im Prinzip das Gitter fertig. Das ist also das, was dann da entsteht. Wir können hier einen Strom definieren und das wäre das. Ja, dann lösen wir im Prinzip, dann machen wir die Konstante, die Magnetisierungskonstante 1 durch Epsilon 0 mal Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat. Dann definieren wir auf allen drei Gebieten die Flüsse. Das heißt, auf dem großen Gebiet ist der Fluss 0 und dann haben wir ja hier definiert zwei Kreise, nämlich einen hier und einen hier. Da definieren wir dann entsprechend irgendeinen Strom, eine Stromdichte, elektrische Stromdichte, weisen der Differentialgleichung die Koeffizienten zu, wenden sonst überall Dirichlet-Boundary-Conditions an und lösen diese Differentialgleichung durch Solve-PDE. Ja, und wenn wir das haben, diese Risalz ist dann im Prinzip das AZ, also das Vektorpotential in der senkrechten Ebene. Und wir können uns dann die
das Magnetfeld als Gradient dieses oder beziehungsweise als Rotation dieses Vektorpotentials bestimmen. Das wären diese zwei Zahlen. Und dann zeichnen wir das einfach nur noch durch diese Befehle, die Sie sich hier entsprechend dann anschauen sollten. Ja, das Ergebnis ist dann, wie gesagt, das, was Sie hier herausbekommen, was ich hier mal gezeigt habe. Das können wir jetzt mal auch für andere Sachen durchspielen. Wir können das jetzt mal durchspielen. Das heißt, das hier ist ein Fluss in die eine Richtung und hier ist ein Kabel mit einem Fluss in die andere Richtung. Wir könnten jetzt auch an der Stelle zum Beispiel mal sagen, dass wir, na, wo ist es? Dass wir zwei positive Flüsse machen, also beide in die gleiche Richtung machen. Dann würde unser Ergebnis so aussehen. Also das heißt, hier haben wir einen Fluss hier rum und hier haben wir ebenfalls einen Fluss hier rum. Und Sie sehen hier schon wunderbar die Linien gleicher Magnetfelddichte. Das sieht also im Prinzip ganz schön aus. Und jetzt können Sie sich natürlich beliebige andere Geometrien mit diesem PDE-Tool in MATLAB da generieren, wie ich Ihnen das in anderer Vorlesung einmal gezeigt habe. Zusammenfassend. Unter gewissen Voraussetzungen, die sind allerdings sehr restriktiv. Das heißt, wir dürfen nur ganz im allgemeinsten Fall nur Magnetfelder betrachten, die durch eine homogene Stromdichte erzeugt werden. Und dann ist schon die Frage an der Stelle, wo die Stromdichte vorbei ist, was machen wir da? Aber das funktioniert im Prinzip ganz gut. Also wo eine homogene Stromdichte vorhanden ist, also jetzt die Stromdichte darf sich nicht sonderlich ändern. Wir können keine inhomogenen Ströme damit betrachten. Aber das wäre schon mal für Kabel, ist das ausreichend etc. Also können wir das mit der Poisson-Gleichung machen. Und damit haben wir eine Möglichkeit, uns elektro- oder magnetische Felder letztendlich mit dem MATLAB-PDE-Tool da zu generieren. Was haben wir jetzt insgesamt? Ich habe Ihnen in der Vergangenheit jetzt vorgestellt die Maxwell'schen Gleichungen der Elektro- und Magnetostatik, indem wir eben heute gezeigt haben, wie wir dieses Durchflutungsgesetz anwenden. Dann, da B ja die Rotation von A ist, gibt es auch noch so ein Gesetz. Das wäre die Flussdichte des, oder das wäre im Prinzip das Gaußsche Gesetz des magnetischen Feldes. Und ein Gaußsches Gesetz in der Elektrostatik haben wir schon gehabt. Die Divergenz des elektrischen Feldes ist die Anzahl der Ladung oder die Ladungsdichte, die irgendwo vorhanden ist. Und ebenfalls kann man auch zeigen, dass die Rotation des elektrischen Feldes in der Elektrostatik null ist. Das sind die Gesetze, die wir bisher gehabt haben. Wichtig war es mir, dass Sie heute wissen, wie man sich eine solche Lösung erzeugt, und Sie sollten das tatsächlich auch einfach einmal selbst probieren.